Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es bei uns diese leckeren Zucchini in einer knusprigen Kichererbsenpanade. Und wie ich die genau gemacht habe, das werde ich euch jetzt Schritt für Schritt zeigen. Wir brauchen ca. 180 Gramm Kichererbsenmehl. Dann habe ich hier jeweils einen Teelöffel Salz, Knoblauchpulver und geräucherte Paprika. Zwei Zucchini, in dem Fall habe ich hier 500 Gramm, ca. 250 ml Wasser und etwas Öl zum Anbraten. Und das war es auch schon, was wir brauchen. Die Zucchini habe ich gewaschen und die Enden schon mal abgeschnitten und jetzt werden wir sie in Scheiben schneiden. Als nächstes werden wir unseren Backteig sozusagen herstellen. Da kommen jetzt erstmal die Gewürze hier komplett rein. Und dann machen wir nach und nach das Wasser hinzu. Mal schauen, ob wir da alles brauchen. Der Teig sollte halt ziemlich dickflüssig sein, so wie Eierkuchenteig von der Konsistenz. Mal hier vorsichtig anrühren. So sieht es ganz gut aus. Also ein bisschen Wasser ist noch übrig. Ich habe nicht das komplette Wasser reingemacht. Und so sieht der Teig jetzt aus. Jetzt können wir schon ein paar unserer Zucchinischeiben hier reintauchen. So. Und dann geht es zum nächsten Schritt. Jetzt werden die schön angebraten. Ich habe hier schon etwas Öl in die Pfanne reingetan. Und jetzt kommen unsere Zucchinischeiben hier rein, nacheinander. Ich habe jetzt auch nicht zu viel Öl reingemacht, weil ich das auch nicht so fettig mag. Die lassen wir jetzt pro Seite schön kross anbraten. Genau. Jetzt können wir die auch schon wenden. Ich habe hier etwas Küchenkrepp auf dem Teller gepackt. Da können wir schon mal die ersten rausnehmen. Das duftet so lecker.
So, und mit den restlichen mache ich das jetzt genauso. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So sehen unsere fertigen Zucchinis aus. Also die sind total lecker geworden, richtig knusprig mit dem Teigmantel. Probiert dieses Rezept unbedingt auch aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die geschmeckt haben. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat, oder ein Abo, darüber freue ich mich sehr. Und dann sage ich, bis zum nächsten Video.